Hallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Levidan 2. Wir machen gleich mit der Mission, die wir da haben, weiten Fang an sozusagen. Das Ziel ist ein Kongo und ja, sollte kein allzu großes Problem darstellen. Wir nehmen Gilbert und Julius mit. Julius ist hier noch ziemlich OP am Anfang. Ist aber nicht der Grund, warum dass ich ihn mitnehme, ist einfach, weil er quasi von den anderen Charakteren, die wir zur Auswahl haben, noch der am wenigsten nervtötende ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich los. Ich bin immer noch... Es gibt zwei Charaktere in der Blood-Einheit, die mir wirklich gut gefallen. Vor allem dann mit der Charakterentwicklung noch. Das eine ist... Gil, wie man sich vielleicht schon denken kann, wie ich über ihn rede. Und die nächste lernen wir dann noch kennen. Also das wird dann noch ein neues Mitglied. So, also. Jetzt erstmal die Ogre Tails, die Ogre-Schweife hier mal ein bisschen erledigen. Ich wollte eigentlich nicht, egal. So konnte ich mich auch retten. So. Na, danke. Und so. Upp, da kam ein Affe. Einfach so von hinten. Aber das ist, was es so tut. Ich möchte lieber gern die Kleinen weghaben. Macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. So, und dann können wir wieder aufladen und uns ganz dem Affen hier widmen. Ja, rollte nur ein bisschen im Sonic-Stil umher. Ja, wackelnde Kameras. Hm? Ja, könnt ihr nicht wirklich. Weg. So, versuchen. Oh, ich hätte es gerade gehabt. Naja. Naja. Ich hasse das. Die Paralysegranaten sind so am falschen Ort. So, Orakel Reserve wieder eingepackt. Und... Ich weiß nicht, ob dir... Kann ich nicht mal angreifen. Ich habe nicht mal genug Schuss für zwei. Ja, das hat auch nicht viel Schaden gemacht. Naja, ich hab hier irgendwie keinerlei Eile, weil es ist nur ein Kongo. Ja, Schweifbindung zerstört. Jetzt müssen wir nur noch quasi die Trompeten, die Maske und die Trompeten. Nur noch die Maske, gar nichts mehr. Ging schnell. Einfühlen. Ja, da kann ich aber auch nichts gegen machen. Sehen, und jetzt sehen wir quasi, dass er blinkt. Das heißt, er hat nicht mehr allzu viele Leben. Jetzt hat er wieder mehr Leben, aber nur weil er quasi einen Bissen gekriegt hat. Das erledigen wir aber recht schnell wieder. Tja, habe ich nicht auf meine Ausdauer geachtet. Danke für deinen Böenschmetterer. Kriegst mich nicht. Okay, kriegst mich. So, geh du ran, Nana. Ist eigentlich ist sie ein schlechtes Ziel, weil sie nie angreift. Mit ihrer Waffe. Egal. Das war meine Rakete, du Mistding. Naja.
Erledigen wir ihn. Hab ich das erwischt oder? Ja, hab mich. Ha, seht ihr? Das ist, glaube ich, Fesseln. Das ist, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, dann an meiner... Das ist die Fähigkeit meiner Sense. Ist zwar unwahrscheinlich, dass es trifft, aber bei einem großen Aragami vielleicht einmal pro Kampf ist immerhin etwas. Noch mehr Kongos? Sag ich nicht nein. Komm schon. Wo seid ihr? Dort oben kommt er. Keine Zeit, um anzuhalten. Es gibt einen weiteren Affen zu erschlagen. Rollen. Nein, schon 5 Minuten. Ich habe gerade einen riesigen Affen getötet. Harambes Rächer. So. Gehen wir schnell. Nein, nicht Schusswaffe einstellen. Manchmal, das ist etwas, das auch, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Auch am Ende des Spiels noch nicht bei mir. Manchmal, wenn ich nur einen kleinen Schritt rennen möchte, dann nimmt das quasi als, oh, er hat R1 angedrückt. Er möchte die Waffe wechseln. Nicht wirklich was passiert, aber lassen wir das. Es ist ein kleines Problem. Es hat mich noch nie irgendwie groß was gekostet. Könnte aber auch einfach sein, dass ich Glück habe. So. Haben wir den Schweif? Toll. Wir haben uns gegenseitig abgeknallt. Und Schlag. 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 Bist nicht mal in meine Nähe gekommen. Das hat wehgetan. Okay, vielleicht war es auch letztes Mal eine Falle, die ihn erwischt hat. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf den... Ja, wir können noch die Maske, aber ich weiß nicht, wie gut ist das funktioniert. Wollen wir die Maske... Ja, versuchen wir die Maske. Solange wir noch ein Ziel haben, das wir noch brechen können, sollten wir es auch versuchen. Vor allem kann man aus dem Kongo eine gute Kanone machen. Glaube ich. War Kongo, oder? Na? Es war gut ausgewichen. So. Die 500 Schaden sind so riesig. Das ist so früh im Spiel. Da frage ich mich, was für Nummern wir am Ende des Spiels kriegen werden. So, wenn du mich nicht auf deine Maske einschlagen lassen möchtest. Ja, ich möchte ja seine Maske. Danke. So. So, noch schnell fressen. Ja, noch einfügen. Nicht, weil ich es brauche, einfach weil ich es kann. Das ist eine ziemlich große Kanone, die ich hier in der Hand habe. Aber ich denke, die werden noch größer. Das Item dort oben möchte ich noch haben. Dann kann ich zufrieden abziehen. Schimmersteine. Passt. Mal schauen, was jetzt so kommt. Ist ja. Keine Cutscene vermutlich, weil ich quasi mitnehmen konnte, wen ich wollte.
Also es ist in dem Sinne nur eine Filler-Mission. Bruchbelohnung gerne. Upp. Bin nur froh, wir haben 6 Teile insgesamt zerstört. 6 Körperteile. Das ist gerne etwas, was ich auch die Items dafür kriegen würde. Eben, um vielleicht sogar eine Kongo-Kanone. Klingt so geil. Zu bauen. Eine Kongo-Kanone. Mal schauen. Auf jeden Fall sieht's nach einer Cutscene aus. Einfach vom, ja. That beast was strong, Vice Captain. You did well. Erste Frage: Seit wann bin ich der Vize-Captain? Zweite Sache: Wir haben jetzt die Blood Art. Dritte Sache: Was war die dritte Sache? Ach ja, genau. Wir haben uns einen Erzfeind gemacht. Da merkt man ganz genau, als er nochmal von oben auf uns runter sah, der hat sich schon so, war nach dem Motto, ich habe mir eure Gesichter gemerkt, ihr werdet leiden. Aber ich frage mich, so wie Aragamis funktionieren, er bleibt jetzt der einäugige Marduk, so heißt die Spezies. Ich frage mich, warum das nicht heilt. Aber, Gott Ethos und Gott Arx. So, niemand hier? Doch. Ich habe sie gesehen, deine Blutkraft. Du warst super. Wie hat es sich angefühlt? Es war so, wow. Ich wusste es, Captain Julius war auch völlig von den Socken. Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich noch einen Haufen Erklärungen zur Blutkraft, wenn ihr dann das haben, wenn ihr da zuhören wollt. Irgendwie haben wir dieses Chaos also überlebt. Das war also Blutkraft, was? Ich kann mich nicht über das Ergebnis beklagen. Überanstrenge dich jedoch nicht, okay? Und du warst großartig da draußen. Ich meine wirklich einsame Spitze. Das war einfach unglaublich. Und jetzt, da deine Blutkraft erwacht ist, verfügst du auch über Blutkünste. Ich habe ganz schön was aufzuholen. Bevor wir jetzt... Ich glaube, wir müssen ins Labor. Aber ich glaube zuerst mal Datenbank. Julius, ja. Glückwunsch zu deiner Blutkraft. Überrascht mich nicht, dass du der Zweite warst, der sein wahres Potenzial ausschöpfen kann. Ich bin gespannt zu sehen, was du als nächstes tust. Ja, wir gehen jetzt mal ins Labor zu Dr. Rachel. Ich denke, das wäre so ein guter Punkt, um uns quasi zu erklären lassen, was wir jetzt so tun können, nachdem wir Blutkünste freigeschaltet haben. Endlich ist eine weitere Blutkraft erwacht. Du bist erst der Zweite nach Julius. Glückwunsch. Nun, gibt es irgendwas, über das du reden willst?
Was war das für ein Aragami? Der Marduk, den ihr vertrieben habt, ist eine neue Art Aragami, die wir vorläufig als Psion bezeichnen. Wir gehen davon aus, dass Psion über mächtige Resonanzen verfügen, mit denen sie andere Aragami kontrollieren können. Da Godarks Orakelzellen enthalten, sind sie auf eine gewisse Art auch Aragami. Deswegen konnte Emil seine Godark nicht bewegen. Was sind Resonanzen? Wenn sich verschiedene Orakelzellen gegenseitig beeinflussen, nennen wir den Effekt Resonanz. Sie kann God Eater und ihre Godarks beeinflussen oder zwischen Aragami auftreten. Warum konnte ich weiterkämpfen? Sogar deine Blutkraft ist eine Art Resonanz, so mächtig, dass Psione sie nicht kontrollieren können. Gewöhnliche Godarks werden durch die Psione ausgeschaltet, doch Blutkraft entzieht sich ihrer Kontrolle. Bis jetzt konnten wir nur mutmaßen, was diese Resonanz betrifft. Nun hast du uns aber zufällig den Beweis geliefert. Das war alles, danke. Ach, fast hätte ich es vergessen. Es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. Blood enthält einen neuen Rekruten. Ihr Blood könnt gegen die Psione bestehen. Ihr werdet eines Tages die einzige Hoffnung der Menschheit sein. Bis dahin könnt ihr glückliche Familie spielen. Ja, spielen wir ein bisschen glückliche Familie, bevor man uns in den Tod schickt gegen übermächtige Monster, die die Welt zerstört haben. Ist ja kein Problem. Jetzt muss ich schauen. Persönliche Eigenschaften ist nur von den anderen. Ausrüstung ist hier unten. Die Blutkunst wechseln. Hier können wir jetzt quasi Sachen freischalten. Jetzt ist nur die Frage, was haben wir hier alles? Wir können anscheinend zuallererst mal nur den hier. Ich bin... Was ist... Jetzt muss ich... Was? Sturmschneide, ehrlich? Nein, ich glaube... Ja, das ist die, die ich normalerweise... Irrlicht und Phantomschneiden sind, glaube ich, die, die ich im normalen Spiel hauptsächlich benutze. Das Ding ist jetzt, das sind jetzt Boosts zu normalen Angriffen. Also hier haben wir quasi den X-Angriff, was der normale schnelle Angriff ist, wird so verbessert. Und hier unten haben wir quasi X-Angriff 2. Da wird ein Extraschlag zum X-Angriff geliefert. Y-Angriff selbsterklärend ist das, was wir ein bisschen wenn wir die Sense ein bisschen ausfahren. Schritt ist, wenn wir einen Ausweichschritt machen und gleich angreifen. Luftangriffe, Klaueneinsatz ist, das ist glaube ich einfach, wenn wir uns drehen. Es sind Rundklauen und Spaltungsklauen und alles. Also die Spaltungsklaue ist, wenn wir von oben, okay. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Also, Clown-Einsatz ist quasi, wenn wir uns drehen. Rotklaue ist, wenn wir von oben abschalten oder, nein, umgekehrt. Wenn wir von oben herabkommen und wenn wir quasi uns drehen. Und das hier ist dort, wo wir die Sense wieder einziehen. Tod durch Spalten, Ernteklaue und Radiusklaue. Irgendwie so. Auf jeden Fall, wir nehmen jetzt den Phantomschnitt. Ist ja eh das Einzige, was wir haben können. Und ja, da haben wir auch noch nichts. Jetzt können wir uns aber noch schnell anschauen, ob wir was herstellen können. Ich wäre nämlich an einer Kongo-Kanone interessiert. Ist die überhaupt besser? Ja, ist sie. Aber ist eine Schrotflinte. Shit. Wir haben die Kongo-Kanone zu einer Schrotflinte gemacht. Das Problem ist, ich kenne mich gar nicht mehr so gut aus, weil ich eben, wie normalerweise hier, viel Spaß, ich nehme die hier und dann ist das okay. Aber, ja, funktioniert nicht mehr. Müssen wir warten, bis wir was anderes finden. Ja, die wären gleich gut. Dabei wäre die Kongo-Kanone so gut gewesen. Schauen wir noch schnell. Nahkampfwaffen sensen können wir eh nichts Neues. Aber vielleicht noch... Schild. Ja, wir können immerhin das Schild machen. Auch wenn ich es nicht wirklich... Das hier wäre was. Ist zumindest besser. Und wie gesagt, mir ist eigentlich egal, was für ein Schild ich habe. Hauptsache, es ist besser als das, was ich im Moment benutze. Und das Shikigami ist eindeutig besser. Auch gegen Feuer und Frost, was wahrscheinlich so... Ja, nur gegen göttlich nicht, aber... Ja, es könnten bald göttliche Gegner kommen, wenn ich mich erinnere.
Und wir haben hier mehr Sachen, die wir machen können. Ich bin noch... Ja, Aufwärtteile können wir keine. Das ist ein bisschen schade. Ja, gut. Ich würde sagen, was da die Blutfähigkeiten, die Blutkünste alles so können, schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.